Rainer Brandt. Ein neues Werk von Rainer Brandt. Rainer Brandt. Rainer Brandt. Rainer Brandt hat wieder mal zugeschlagen. Rainer Brandt. Mit seiner Spezialkamera. Zwergfell erschütternden Trainerbankstudien. Rainer Brandt. Rainer Brandt. Rainer Brandt. Kamera fertig, Ton ab. Ach, jetzt geht das wieder mit den Knödelrezepte los. Zeig mal einfach uninteressiert und pfeife. Mit der Pfeife lockst du ja die Köter an. Hab, du Kavenzmann! Du! Siehst genauso mies aus wie dein Herrchen! Jetzt hab ich's ihm aber gegeben. Sieht aus wie ein Suppenbock für vier Personen oder fünf. Was ist denn los hier? Bloß der Kochrezept im Kopf! Beweg dich mal, du fetten Hund, du! Bei dir geht ja alles auseinander. Meine Uhr auch. Nichts als Reibeplätze im Kopf. Ist doch wahr. Mensch, Hermann! Habt ihr denn keinen Ball? Ist doch wahr, man kann doch nicht pauslos am Essen denken. Mach Knösschensuppe. Na, sieh dir das an. Die anderen beiden Penner haben Ball und liegen voll im Rasen rum. Hatte mein Onkel auf der Zeche. Lag auch immer im Rasen rum. Auch nichts geworden. Alle die Scheißkocherei haben einfach kein Schmackes mehr beim Schießen, weil sie völlig verweichlich am Kochtopf stehen und sie den ganzen Tag mit den Nachbarinnen am Rezepte tauschen sind. Sowas verweichlich, tippeln ja schon wie eine Ballerina, die Brüder. Da er zum Beispiel. Das ist doch Paul. Ein ganz weichen Hund ist das. Soll ich für uns ein paar Froschschenkelchen braten? Nein, du, ich... Was denn? Na, sieh dir das an, heute hat er einen dicken Bauch. Früher hat er Vollbart getragen, weiblich verweichlicht. Ich muss doch um sieben zum Knabenchor. Hau ihn doch voll in die Schnauze! Gegen halb neun. Vorweg ein Süppchen? Los geht's spielen, die Leute haben Geld bezahlt. Gut. Da bin ich wieder, meine kleinen Balltreter, bin ganz für euch da. Paul, tritt jetzt endlich am Ball durch, tritt dir in die Hose! Und weiter geht's, reich mir die Hand, mein Leben. Das hält mir doch im Kopf nicht aus, wie lange der braucht, um diese scheiß Pille in die Hand zu nehmen. Gildet nicht. Gib's ihm, Kasperle. Auch nicht im Wagen, nicht bei mir, nicht in meinem Revier. Nicht doch. Menschenskind, das ist Gustav, der war bisher der männlichste von allen. Fängt er auch damit an? Also gut, Karl-Heinz, aber nichts Paul sagen. Nie wieder kommt er bei meiner Erna zum Skatspiel in der Wohnung. Die schmeißt du schon gleich bei der Türe raus. Bis nachher.